Wir präsentieren euch jetzt das Anti-Diebstahl-System. Das ist im Grunde genommen ein System, das den Diebstahl von Baumstämmen verhindern soll. Und zwar haben wir es deshalb entwickelt, weil es immer häufiger vorkommt, dass tatsächlich Baumstämme am Waldrand geklaut werden. Ja, wir haben uns gedacht, wir bestücken die Stämme oder halt das Gebiet, wo sie sind, mit einem Controller. Der sendet in regelmäßigen Abständen immer ein Signal zum Server und der sagt dann, alles okay, weil das Signal kommt. Und wenn es halt dann mal nicht kommt, wegen irgendwas, weil er keinen Strom mehr kriegt, weil das Kabel durchgeschnitten wurde, zum Beispiel jetzt, dann sagt er Alarm. Das heißt, dass dann einfach Bescheid gesagt wird, hey, du, pass mal auf, da wird was geklaut. Und dasselbe ist auch, wenn der Controller sagen würde, da fehlt ein Baumstamm. Ja. Gut, ich zeige euch danach, wie das funktioniert. Also hier sieht man einmal das Beispiel, wenn die Konsole anzeigt, dass alles okay ist. Hier einmal, wenn kein Signal mehr kommt, wegen Internetverbindung oder ähnlichem halt, dann ist ein Timeout. Hier sieht man nochmal das Alarmbeispiel und das führe ich jetzt auch noch einmal vor. Hier haben wir dann noch unser Modell, also das simuliert jetzt den Baumstamm. Wenn wir das hier starten, ja, fängt es hier an, eben alles okay zu senden und wenn er dann gleich das Kabel abzieht, dann sieht man hier, es tickt wieder und dann sieht man hier, dass das Kabel abgezogen wurde und es zeigt eben Alarm an. Und zu guter Letzt möchte ich mich noch bei euch für eure Aufmerksamkeit bedanken und auch bei Hendrik, der leider gestern Abend ausgefallen ist.